deine Fragen rund um die Coronavirus-Impfung. Wie konnten die Impfstoffe so schnell entwickelt werden? Technologischer Fortschritt ermöglicht es uns heute, das Genom, also die Erbinformationen, gespeichert in Form von Nukleinsäuren eines Organismus sehr schnell zu entschlüsseln. Das Genom des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 wurde bereits 2 Wochen nach der Entdeckung des Virus vollständig gelesen. Dies war die Grundlage für die Entwicklung der Impfstoffe. Ein weiterer Grund ist die Förderung durch Geldgeber. Forschungsgesellschaften, Institutionen, Regierungen und Firmen haben zu Beginn der Pandemie schnell viel Geld in die Entwicklung eines Impfstoffs investiert. Diese gesicherte und großzügige Finanzierung hat die Projekte erheblich beschleunigt. Klinische Studien dauern oftmals Jahre, bis all die Daten gesammelt werden. Warum ging es diesmal so schnell? Bei der Prüfung und Zulassung der Corona-Impfstoffe wurde keiner der nötigen Schritte ausgelassen. Stattdessen fanden Studien in Zellkultur oder T-Modell sowie klinische Studien mit Probanden parallel statt. Weiterhin wurden Formalitäten wie Zulassung der Studien und Rekrutierung von Teilnehmern durch alle Beteiligten priorisiert. Kann man den Ankündigungen der Pharmafirmen bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit vertrauen? Alle Studien werden streng und unabhängig von Behörden wie der Europäischen Arzneimittelagentur EMA sowie dem Paul-Ehrlich-Institut kontrolliert. Wie bei allen klinischen Studien müssen alle Ergebnisse offengelegt werden und einsehbar sein. Somit sind Betrug und Beschönigungen nicht möglich. Wie konnten die zuständigen Behörden die Impfstoffe so schnell zulassen? Durch die dringende Notwendigkeit der Zulassung der Impfstoffe wurden Verfahrensprozesse beschleunigt. Dies betrifft allerdings nur die Durchführung der Prüfung, wie zum Beispiel Bearbeitungszeiten, nicht die eigentliche Prüfung selbst. Alle notwendigen Daten mussten vorliegen, bevor die Impfstoffe zugelassen werden konnten. Lediglich Langzeitstudien von bis zu 2 Jahren nach der Impfung sind noch ausstehend und werden entsprechend fortlaufend nachgereicht. Die wichtigste Frage: Soll ich mich also mit den neuartigen Impfstoffen impfen lassen? Wie steht es mit den Langzeitbeobachtungen? Langzeitnebenwirkungen der Corona-Impfstoffe sind in klinischen Studien durch die begrenzte Anzahl an Teilnehmern meist schwierig zu beobachten und werden auch bei anderen Impfstoffen und Medikamenten nachträglich erfasst. Potenzielle Impfnebenwirkungen treten meist wenige Wochen nach der Impfung auf und Effekte mehrere Jahre nach der Impfung sind nicht erwartbar. Die Vorteile der Impfung, nämlich nicht schwer an Corona zu erkranken und auf sichere Weise Immunität in der Bevölkerung aufzubauen, überwiegen also klar.